Ich heiße Marie, bin 21 Jahre alt und mache eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau. Jedes Unternehmen benötigt Waren für die Herstellung eigener Produkte und diese Produkte müssen natürlich dann auch nach ihrer Fertigung verkauft werden und genau für diesen Ein- und Verkauf bin ich dann als Groß- und Außenhandelskauffrau zuständig. In meinem Unternehmen jetzt speziell werden alle Arten von Kabeln und Industriesteckern gefertigt und da ist es meine Aufgabe einfach zu schauen, dass die Ware fachgerecht gelagert wird. Während meiner Ausbildung durchlaufe ich die unterschiedlichsten kaufmännischen Abteilungen, vom Einkauf über den Export bis hin zum Verkauf. Da erfahre ich, wie ich Ware richtig ein- und verkaufe, wie ich Angebote erstelle, wie ich die Angebote vergleiche und wie ich Aufträge erfasse. Ich erfahre, wie ich mit Lieferanten in- und Ausland verhandle und wie Kaufverträge zustande kommen. Da helfen mir meine Fremdsprachkenntnisse ausgezeichnet. Guten Tag, buenos dias, bonjour, good morning. Natürlich ist es auch wichtig, immer die Finanzen im Auge zu haben und bei Verhandlungen geschickt zu sein. Auch das wird mir dann während meiner Ausbildung beigebracht. Und diese Fähigkeiten nützen einen ja nicht nur im Beruf. Am meisten Spaß macht mir die Kommunikation mit anderen Menschen, hier speziell der Kundenkontakt und das ist in meinem Beruf hier auch die Hauptsache. Öfters organisiere ich Events und unterstütze die Kollegen auf Messen. Hier ist es ganz wichtig, dass man die Kunden gut berät und dass man bei Reklamationen weiterhelfen kann. Bei uns herrscht ein sehr gutes Arbeitsklima, die Kollegen sind sehr freundlich zueinander und es wird auch sehr viel Wert auf einen respektvollen Umgang gelegt. Dieses Jahr findet das Volleyball- und Fußballturnier statt, diesmal in Bukarest. Und da haben wir Azubis eine Volleyballmannschaft gegründet. Da gehen wir jeden Dienstag rüber in die Halle und dann trainieren wir alle zusammen. Nach meiner Ausbildung würde ich sehr gerne hier im Unternehmen bleiben und dann noch eine Weiterbildung zur Betriebswirtin machen. Du kommunizierst gerne mit Menschen, hast ein Talent für Organisation, Mathematik und Fremdsprachen sind für dich keine Hürden, dann mach doch eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau.